Mach's einfach. Was hältst du davon, der Scheiße? Oh, FMA ist eine rassistische Scheiße. Ganz wichtig, ne? Bevor das Video anfängt, alle Links in der Videobeschreibung abchecken. Twitch, YouTube, Instagram und alle anderen Erotikseiten, ne, auf denen ich auch noch drauf bin. Abchecken, Afrika wird groß. Leute, was geht ab? Ich bin am Start. Immer noch hier in Mannheim, Bruder, am Produzieren, am Machen, am Tun. Und wir gehen rein, Bruder, ein paar Red Flags, ein paar No-Gos. Was wollen Männer nicht sehen, was wollen Frauen nicht sehen. Wir schwimmen da rein. Was sind eure Red Flags bei Männern? Red Flags. Was ist richtig eklig, unangenehm so? Okay. Wenn man sich mit gar keinen anderen Typen mehr treffen darf. Ah, diese Toxic-Leute, ja, ne? Ja, ganz eklig. Weil die direkt eifersüchtig sind und denken, man fickt ja jeden. So, man geht raus und die ganze Welt nimmt man, ne? Ja, immer. So. Also wirklich, ne? So, okay. Ich merke auf jeden Fall, du hast das Erfahrung schon gehabt, ne? Ja. Ja, okay, hab ich gemerkt. So, und bei euch? Wenn der Mann nicht zu sich stehen kann, so wenn er sagt, okay, wenn ich Nagellack trage und so, dann bin ich automatisch schwul und so, wenn er nicht zu seiner Maskulinität stehen kann. Das ist kreativ. Heißt also, du sagst, wenn ein Mann einfach Lust hat, sich die Füße zu lackieren, so. Dann soll er machen. Soll zu sich selber stehen und nicht sagen, weil ich das mache, bin ich schwul oder sonst was, weil das ist unsexy. Kann ja nicht diese toxische Maskulinität haben, ne? Ja. Okay, ich merke auf jeden Fall 2022, jeder darf alles machen, ne? Ja. Rein da, Jungs! Weißt du, wenn ihr euch lackieren wollt, lackiert euch! Was noch? Ein Tipp für die Männer, seid einfach nett und traut euch einfach mal und behandelt Frauen mit Respekt. So, und nicht einen irgendwas hinterherpfeifen und dann hat man eigentlich immer Pfeifen ist sehr eklig, ne? Wenn ich sage so, Schnecke, wie geht's? Und so. Rufen wir auch, ne? Rufen? Das hatten wir gestern die ganze Zeit. Ja. Erzähl, was war los? Wir sind einfach nur einkaufen gegangen und sind die ganze Zeit angehupt. Das war mega nett. Nicht mal im Cosplay. Also ganz normal, einfach nur angehupt? Ganz normal. Sag euch ehrlich so, man muss schon sagen, als Mann und Frau ist so diese Erfahrung, die man hat, ganz anders. Zum Beispiel als Mann, man denkt ja gar nicht drüber nach, dass eventuell, wenn Frauen ganz mal rumlaufen, angehupt werden, angemacht werden, so. Wir laufen einfach nur rum. Zum Beispiel, wenn ihr abends rausgeht, ist das natürlich auch so eine Schwierigkeit. Ihr müsst aufpassen, also, so, ne? Man sieht eigentlich immer, jede Frau, die abends alleine rumgeht, hat irgendwie so Schlüssel zwischen den Fingern, weil man halt Angst hat. Ja. Ich war zum Beispiel froh, als ein Typ hinter mir gelaufen ist, dass die Straßenseite gewechselt hat. So. Man fühlt sich unwohl. Ich habe auch immer Pfefferspray dabei, weil man weiß ja nie abends. Aber wenn man merkt, okay, die Männer behandeln einen mit Respekt, dann hat man weniger Angst. Das ist man so, fühlt sich wohl einfach, ne? Man wirkt auch attraktiver. Okay. Ich muss aber auch Lob an Männer aussprechen. Erzähl. Voll oft, wenn ich in unangenehmen Situationen war, sind auch andere Männer, die das gemerkt haben, immer zu mir gekommen und haben mich immer so unter den Arm genommen und gesagt, komm mal bei mich bei. Also lass mal meine Freundin in Ruhe und haben mir Getränke so wieder rausgegeben, obwohl ich den Getränk rausgeben wollte. Also es gibt auch gute, ne? Es gibt also auch Ritter unter euch. Behandelt die Frau mit Respekt, Jungs. Weißt du, seid keine ekligen Wichser. Sag ich ehrlich. Was sind eure Red Flags bei Männern und Frauen? Was? Untreue. Untreue. Ja, untreue, normal, ne? Wenn ihr im Hintergrund nur mit anderen schläft, so ist natürlich scheiße. Was noch? Wenn sie nach deinem Sternzeichen fragen. Sternzeichen? Schwierig, ja. Ah. Ja, schwierig. Sternzeichen, bisschen sass, so, ne? Ist halt einfach so. Okay. Aber ab und zu, diese Sternzeichen richtig gefährlich, ne? Aber ich lese so, ich bin Wassermann, ne? Lies so Wassermann durch. Das ist unnormal akkurat, Digga. Wenn er irgendwann steht, du stürzt da. Das ist ein Effekt, ein psychologischer. Ja. Dass wenn du irgendwas liest, was allgemein ist. Dann würdest du das auf dich betragen. Ja, ne? Genau. Ja. Und dann, eigentlich stimmt dann quasi alles, was du liest. Alles Mafia, ne? Alles Betrug eigentlich. So, was noch bei euch? Also bei Männern eine richtige Red Flag ist ein Charakter, der heißt Alec da drin. Der ist eine Walking Red Flag. Was macht der? Vergewaltigt. Ja, gut, ne? Aber er gibt trotzdem vor, sie praktisch so zu lieben. So, also zu beschützen, zu lieben, aufpassen. Ja. Wie sieht aus? Aber dafür. Ich finde, Männer generell sind schon Red Flag. So, Männer sind schon scheiße, ne? Scheiße auch Männer so. Nein. So. Nein, Männer, die sich für mich interessieren, sind Red Flag. Also, ja, eben so. Schutzschild am besten, so Barrikade. So. Mit Gaslighting. So. Und was, erzähl was? Mit Gaslighting, wie sieht es damit aus? Was ist Gaslighting, Bruder? Ist sowas, wo Narzissten meistens machen. Also so, wo narzisstische Züge haben. Wo dann halt cool. So dich so gesehen so manipulieren, dass du denkst, du hast was falsch gemacht. Das ist krass, das ist ein sehr, sehr krasser Red Flag. Weil ich glaube, viele arbeiten damit, sodass sie mit dem Ego spielen, so ein bisschen. Ja, ne? Sodass halt du dann so gesehen, dass dann dich verantwortlich macht für ihren Misserfolg. Und dann entschuldigst du dich die ganze Zeit dafür. Dass du jetzt nicht eine Red Flag, finde ich. Das egal ob bei Männern oder bei Frauen. Ja. Also das fühle ich richtig. Narzissten oder ganz gefährlich, Abstand. So 1000 Kilometer Abstand, so, ne? Weil die werden deinen Kopf brechen, Bruder. Krass. Was sind deine Red Flags? Oder meine persönlichen Red Flags? Stink, Mundgeruch, so diese Basic-Sachen.
wenn die so richtig toxisch ist. Und ja, toxisch schwierig. Im Sinne von, die schreitet viel oder die will anderen wissen, wo du bist. Oder so Hubschrauber. So, was ich auch gar nicht mag, ist, wenn die so, keine Ahnung, wenn die so dein Instagram-Profil haben will. Ja, oder gucken, Passwort für alles, so, damit ich checken kann und irgendwas schreibt. Das mag ich gar nicht. Das ist ganz schlimm. Control-Freaks, das ist das größte Reflex. Ich meine, das ist aber auch ein richtiger Big Red Flag. Lügen auch sehr schlimm. Einen auf so, man geht raus mit einem Kollegen, aber weit war man keine Ahnung. Genau. Weiß schon, ne? War dann unterwegs so, ja. Ja, ich habe eine Frage. Also, wisst ihr, es geht jetzt an die Männer so. Ich habe es ganz oft gemerkt, so, dass zum Beispiel Frauen hinterhergepfiffen wird oder irgendwas Ekliges hinterhergesagt wird. Und die Frage, die ich mir immer stelle, denkt ihr, dass die Frauen darauf eingehen? Es funktioniert ja nie. Also, don't do this. Okay, okay, okay. Red, red, red flag. Wenn er nicht Heath Ledger ist. Joker-Vibes. Eine Frage. Und zwar, eure Red Flags bei Männern. Red Flags, No-Gos. Wenn sie immer Walla oder Bruder sagt. Okay, dann bin ich raus. Ich bin raus. Tut mir leid, ich sag zu oft Bruder, ja. Ja, aber ach, das ist Walla. Okay, Walla sag ich jetzt nicht. Ah, das ist nicht schlimm. Das ist für mich ein Red Flag. Okay, okay. Aber gönn mir meinen Bruder. Ich muss Bruder sagen. Weil das sind Brüder und Schwestern. So, so. Okay, was noch? Ja, was ich unbedingt so ghettohaft sage. Manche sagen es als extrem ghettohaft. Ja, als so Assi Bruder. Nehmen. Ja, Walla Bruder, ja. Ja, okay, okay. Die mag also Kanaken nicht. Kanaken Red Flag. Ja. Was noch? Unsupportive sein, Angel Shoes, homophob und transphob und rassistisch. Wir machen alles systematisch, warte. Das erste erstmal, unsupported, ne? Heißt also jemand, der dich nicht supportet, jemand, der einfach so auf die Scheiße mäßig, ne? Okay, was ist das nächste? Angel Shoes. Also heißt jemand, der sofort ausrastet bei der Scheiße. Das nächste? Homophob und transphob. Ja, okay, ey, LGBTQ, ne, wir selber, ne? 2022, rein da. Respekt. Und? Rassismus. Ey, wenn ihr gegen mich seid, ich fick euch. So. Okay, stark. Gute Punkte. Wenn sie kein Interesse zeigen in irgendein Hobby oder Arbeit. Ah, wenn sie sich so ein bisschen geht, ein bisschen in diese Richtung so links liegen lassen, wenn die sagen, okay, mir egal, was du machst. So mäßig, ne? Ja. Oder wenn man was von sich erzählt hat und dann nicht mal vorgeheuchelt, sag ich mal, sondern einfach gar nichts. Ah, ja, wenn die einfach so alle passiv machen und einfach nichts mit dir eigentlich machen wollen, so. Ja. Dann kannst du auch mit dir selber zusammen sein, mäßig, ne? Ja, okay, fühl dich. Aber was sagst du zum neuen Joker-Film? Ich hasse Jared Leto, ich finde ihn im Joker. Ist der, glaube ich, im Joaquin Phoenix, oder nicht? Joaquin Phoenix, so, genau. Ja, genau, also, der ist geil, ich liebe ihn. Hatte super, also der Film war gut, hat er super rübergebracht, ist ein toller Schauspieler. Ich bin jetzt neugierig, da seid ihr allgemein DC. Ja, Harley Quinn. Ja, ich sage euch ehrlich, wir driften ein bisschen vom Thema auf, sorry, so, ne? Aber ich bin unnormal Batman-Fan, ne? Ich liebe Batman unnormal. Ja. Du bist ein Poison Ivy wahrscheinlich, ne? Ja. Poison Ivy, Catwoman, Harley Quinn. Erzählt mal, was sind eure Lieblings-DC oder allgemein Marvel-Filme? Also eigentlich bei mir, meine Lieblingsserie ist halt Batman The Animated Series. Da habe ich die cool. halt so, da bin ich mit groß geworden und das hat meine Liebe halt damals zu Harley Quinn vor allem groß gemacht. Eigentlich habe ich auch Harley Quinn gecosplayt, aber es wäre ja cool. Hast du auch Batman Brave and the Bold geschaut? Ja. Das war das jeden mega Morgen Kalbe 1 cool. Ja, auch mega cool. Ich habe ich glaube, davon gibt es ein Spiel für die PS2. Ich glaube, das habe ich. Ich bin mir nicht sicher. Okay, ich bin mir gerade nicht sicher, vielleicht verwechsel ich die Teile. Kann sein, weiß nicht. Wissen wir, okay, Moment. Boah, ich bin eher bei Marvel. Ja, okay. Und ich glaube, das wäre Thor Ragnarök. Ah, Ragnarök Thor war nice, aber ich finde allgemein Thor jetzt ein bisschen weird. Also Thor ist nicht mein Favorite Character, absolut nicht. Ja. Aber ich fand Loki. Ich liebe Loki. Ja, Loki ist auch voll beliebt, voll gefragt, so, ne? Ja. Ich weiß gar nicht warum. He's hot. Also okay, einfach heiß. Aber er ist auch einfach sympathisch, so diese Sprüche, die er zwischendurch bei Thor klopft und so. Der ist so frech ein bisschen, ne? Ich fand das geil. Okay, bei dir? Also ich mag den neuen Batman-Film sehr gerne. Ja. Und ich weiß gar nicht, das ist ja auch von DC, diese neue animierte Serie mit Harley Quinn. Also quasi Harley Quinn, Okay, okay. Du bist ja richtig im Harley Quinn-Vibe, ne? Liebst du alles, ne? Bei mir auf jeden Fall safe, diese Batman Dark Knight. Alles habe ich komplett geliebt. Der neue Batman, auch wild. Und diese animierten Batman-Filme habe ich schon gefallen. Ja, die sind meine Lieblinge. Ja, alle richtig cool. Also Batman ist besser, super. So, ja, wieder mal endet ein gemütliches, schönes Video. Red Flags. Eigentlich ist das Video voll abgedriftet, Bruder. Aber ihr wisst selber, wir sind durch. Seid ultra und tief wie der dem Schellmann, ja? Wir sehen uns. Ja, mit dem Schürzen. Sensei Ultimate Michelle, Glocke like, Abo, Kommentar, Afrika braucht Geld, Kingdom mehrfach aktuell, er arbeitet wie ne Bitch.
Tag live auf Twitch, nach dem Papa Bengo Star. Ist euch ohne mal dankbar, so kommt, schaltet ein und ihr werdet Ultimate. Kommt und seid dabei, ihr werdet Ultimate.